Was glaubst du, was könnten Therapiemethoden sein für hochsensible Menschen, die ihnen jetzt nicht schaden können? Und welche, ganz im Gegenteil, welche Therapiemethoden sind also aus deiner Erfahrung vielleicht am ehesten geeignet, dass hochsensible Menschen so in ihre Kraft kommen oder eben auch die Defizite, die sie vielleicht erleben, dass sie die wirklich überwinden können und eben dann nicht zum Teil ihrer Persönlichkeit machen müssen? Ja, also ich habe meinen Ansatz ja, also einen meiner Ansätze habe ich Self-Empowerment genannt oder Self-Empower. Also diese Hinbewegung, sage ich mal, hin zur Selbstermächtigung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das kann man auch nicht unbedingt an Therapien festmachen, sondern eher auch oftmals in der Haltung vom Therapeuten. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Ja, also es gibt in fast allen Ansätzen, würde ich sagen, gibt es irgendwie gute Leute, die meistens auch noch ein anderes Spektrum auf der Pfanne haben als nur dieses eine jetzt, ne? Und dann eben aus verschiedenen Töpfen greifen können. Bei mir ist es ja auch so, dass ich eben jetzt 25 Jahre Ausbildung gemacht habe und da immer in neue Sachen reingeguckt habe und dann einfach irgendwann hast du ein breiteres Portfolio, wo du dann reingreifst. Grundsätzlich sag ich immer, die Therapiemethode macht es gar nicht, sondern es gibt ja auch diese Metastudien, wo dann klar geworden ist, okay, 85% des Erfolges basiert nicht auf der Methode, sondern, das waren so Meta-Analysen von Kirsch und anderen, basiert vor allen Dingen auf dem Kontakt, dem Zwischenmenschlichen. Mit dem Therapeut oder Coach dann. Okay. Ja, dann können wir die Frage vielleicht noch ein bisschen abwandeln. Also, ne, auf welche Signale sollen die Leute Ja, ich achten? würde schon gern, ja, ich würde schon gerne noch ein bisschen dazu was sagen. Das ist, ich wollte jetzt nicht, ich wollte mich nicht rausreden. Alles klar. Oder wir machen mal beides. Einfach Therapiemethoden, wo du sagst, wow, die würdest du wirklich von Herzen empfehlen. Und dann auch, worauf sollten die Leute achten, dann in Bezug auf den Anbieter? Das kommt ein bisschen, glaube ich, drauf an, was man sucht und worum es geht, thematisch meine ich, ne? Grundsätzlich sind, würde ich sagen, für die genannte Zielgruppe, diese ganzen eher regressiv orientierten Verfahren, die es so in den gerade 50, 60, 60er, 70er Jahren so gab, so, ne, Ende der 50er, Anfang der 60er, 70er, wo es stark in kathartische Prozesse reingeht, wie wir das zum Beispiel beim holotropen Atmen auch gemacht haben oder Urschreitherapie und alles, wo dann halt einfach die Kernaussage ist so quasi, ja, du musst hier richtig Gas geben in der sympathikotonen Schiene, damit das hier was wird, so, ne? Da ist quasi, ja, das ist quasi für diese Personenzielgruppe häufig viel zu viel und führt eher wieder zu neueren Erfahrungen von Überwältigung, Überfließung, Überströmung und wieder zu Shutdown-Zuständen. Okay, darf ich nochmal So. einhaken? Das für die Leute, die jetzt Und, das vielleicht noch nicht kennen, was ist so ein Shutdown-Zustand? oder auch Hypnosen, die sehr schnell sehr regressiv sind, zum Beispiel, ne? Woran würde man jetzt so einen Shutdown-Zustand erkennen als Laie? Ja, man ist also dann eher so gefühlslos, gefühlskalt, man dissoziiert auch, man sitzt also ein bisschen wie im Nebel, hat irgendwie den Körper nicht mehr zugänglich, Zeit, Raum sind variabel und nicht mehr so ganz, ja, nicht mehr so greifbar. Und man fühlt sich vielleicht auch wie erstarrt, wie gefroren und Also eigentlich so eine abgeschnitten. Schutzreaktion, ja, Genau, wenn man ja, sagt, es wird genau. jetzt zu viel, es ist zu Genau. überwältigend, dann hat der Körper ja diese Schutzmechanismen, um wirklich Genau. erstmal gar nichts mehr zu spüren. Und Das ist ein guter Hinweis. von daher wären dann eher Verfahren sinnvoll, die eine gewisse Form von Sanftheit mitbringen, die dann eben auch ein Verständnis zum Beispiel über diese polyvagalen, über die wir noch sprechen, Prozesse haben, weil das ist notwendig, um mitzukriegen, wann bei dem anderen quasi was jetzt dran sein könnte oder dran ist. Das heißt, da wird nicht einfach irgendwie nur was gemacht, sondern es wird dann eben Kontakt miteinander im Dialog geguckt. Wo ist denn das Nervensystem des Klienten? Und was können wir dann jetzt hier gemeinsam überhaupt machen? Und da sind zum Beispiel als Verfahren, jetzt mal rein als Verfahren zu nennen, ganz klassisch zum Beispiel SE, Somatic Experience, nach Peter Levine. Dann, da geht es aber eher vor allen Dingen um Schockerlebnisse.
und eben überwältigende, punktuelle, überwältigende Erfahrungen, wenn es eher um Entwicklungstrauma und entwicklungsspezifische Sachen mit Bindung geht, gerade frühe Bindungsthemen, dann ist vor allen Dingen dieser Namenansatz nach Lawrence Heller, gibt es auch ein ganz gutes Buch zu, Entwicklungstraumabuch. Und da geht es auch ganz stark darum, sage ich mal, den Klienten vor dem Therapeuten zu schützen, um das mal so doof zu sagen. Ja, weil das ist ja auch so, dass ganz viele Menschen in Therapie hinterher eher, wie soll ich sagen, dass ihnen schlechter geht als vorher und dass sie Erfahrungen gemacht haben dann in der Therapie, die ungünstig gelaufen sind. Ja, das kann auch beim besten Therapeuten kann sowas auch mal passieren. Mhm. Ja, es gibt manchmal auch Gemengelagen, die miteinander irgendwie nicht gut laufen. Aber grundsätzlich gibt es eben eine andere Haltung, um die geht es halt. Zum Beispiel, dass nicht vorzeitig sofort alles gedeutet wird, übergestülpt wird, wie das in bestimmten anderen Verfahren so ist. Ach, Sie haben das. Aha, das liegt da und da und das ist, weil sie so und so und weil die Sterne so und dieses und jenes und sie haben ja auch ihre Mutter. Und dann es geht ganz schnell häufig was in diese Überstülpung immer. Ja. Und das ist häufig auch entwürdigend oder zuschreibend und verletzend auf einer subtilen Ebene auch. Das heißt also, Menschen, die Therapieverfahren gelernt haben, wo man sich eher da diesbezüglich als Therapeut auch zurückhält, da ist schon mal die Chance höher, dass das da nicht so schräg läuft. Ich will nicht sagen, dass es, ne, also klar. Kann das trotzdem daneben gehen. Ja. Ja, ich habe auch, mir sind auch Sachen passiert, wo ich in der Rückschau nach Supervision und so weiter gemerkt habe, okay, da ist da oder da, das hättest du anders machen können oder das ist schräg gelaufen. Ja, das ist halt auch menschlich. Aber es geht erstmal um die Grundhaltung so. Ne? Grundhaltung. So, und dann. Ja. Ja, kommt es wie gesagt so ein bisschen darauf an, was man sucht und will. Also zum Beispiel manche Tools können auch eine gute Hilfe einfach sein. Ich habe jetzt zum Beispiel auch dieses SSP, das kann man vielleicht verlinken, diesen Klangansatz von Professor Porges, der die Polyvagaltheorie entwickelt hat. Das kann man zum Beispiel auch mit sich selber machen, am Smartphone mit einer App, um sein Nervensystem zu regulieren, zu trainieren. Das kann man aber auch in der Therapie als Begleitung machen. Das geht so beides. Oder ja, wie gesagt, mit Körper- und Atemarbeit, da gibt es das Soma Embodiment oder von Stanley Rosenberg verschiedene Tools. Der hat auch mal ein gutes Buch geschrieben dazu mit Selbsthilfeübungen. Dann habe ich ja den Ansatz des hypnagogen Atmens entwickelt, der dann eben auch diese transpersonalen Aspekte mit einbezieht, also auf eine sichere Weise ermöglicht, verkörpert, veränderte Bewusstseinszustände zu erleben. Ja, ohne dann völlig wegzufliegen und nicht mehr zu wissen, wo ich bin. Ne? Ja, okay. Also so in Verbindung. Ja, und wie gesagt, bei all den klassischen Verfahren, ob es jetzt Gestalt ist oder Systemisches oder Verhaltenstherapie, da kommt es vor allen Dingen immer darauf an, inwieweit ist der Therapeut in der Lage, denjenigen quasi dort abzuholen, auch nervensystemmäßig, wo er steht, würde ich sagen. Und inwieweit ist er oder sie in der Lage, auch ein Containment zu schaffen auf diesen Ebenen. Mhm. Also eine Co-Regulation, okay. Um das mal so zu sagen. Ja. Ja. Ja, lieber Jörg, das war jetzt sehr interessant und ich würde gerne für die Zuschauer, weil da jetzt so viele wichtige Informationen dabei waren, würde ich dich bitten, nochmal die zwei wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Gerade auch, was so die therapeutische Haltung angeht, worauf sie wirklich achten können, um ja wirklich an eine Adresse zu kommen, wo sie wirklich in ihre Kraft kommen. Mhm. Ja, das Erste würde ich sagen, ist erstmal so, dass das Grundgefühl oder das Bauchgefühl, sage ich mal, was du selber hast, vielleicht schon beim Betreten der Einrichtung dort oder der Praxis, oder vielleicht schon das erste Feeling, was du hast, wenn du dort anrufst. Ne? So. Ich meine, das kann einen manchmal ja auch ein bisschen täuschen. Manchmal sind es dann auch, wenn es erstmal ein bisschen mulmig ist, ist es vielleicht genau der richtige Ort, um was für sich zu klären oder zu lösen. Aber das könnte man auf jeden Fall mit in die Betrachtung mit einbeziehen. Und dann ist eben die Frage, ob der oder diejenige dich zum Beispiel eher in den Stärken und Ressourcen, die du hast, sieht und bestärkt und dir Strategien an die Hand gibt, dir auch Phänomene, die bei dir auftauchen, erklärt, um dich quasi selbst zu ermächtigen
Oder ist es eher immer so eine von oben herab, so eine Bedeutungsgebung im Sinne von ich weiß was, was du nicht weißt? So. Ja. Und dann ist damit verknüpft, eng ist halt so eine Haltung des Nichtwissens, das auf der therapeutischen Seite, ich würde das mal sagen, Demut vor dem anderen Leben, vor der Weisheit und selbstorganisierenden Intelligenz. In der Systemik nennt man das ja Autopoiese, ne? Dieses sich selbst organisierendes Lebewesen oder der Organismus, der sich selbst organisiert. Und dass da eine Intelligenz am Werk ist, die schlauer ist als wir beide, sage ich mal, zusammen. Und das kann man auch nicht unbedingt machen, das kann man nur einladen. Ja. Und das macht mit der Zeit auch demütig, sage ich mal.